kann mir höchstens noch so eine Truppe an Pferden holen. Na, eine Truppe holen wir uns noch. Definitiv. Ich schick mal hier hin, weil da werden, denke ich mal, eh gleich die nächsten Gegner sein. Ich hoffe, ich bin laut genug, weil es ist nachts und ich bin müde. Aber ich will trotzdem mein Let's Play weitermachen. Zerstört die Höhlen, damit sie nie zurückkehren. Genau. Nebenbei. Ach ja, hier oben. Ich kümmere. Haldi sitzt auf einer Klippe im Norden in der Falle. Wir müssen ihn retten. Ja, dann lasst ihn da einfach verrecken. Toll. Ich soll da oben das Ding zerstören. Der Typ ist da oben. Ja, komm, da rettet erst den Typ nicht, dass der uns da abschmiert. Na ja, komm. Och, ihr Penner. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Nein. Das dürfte sie aufscheuchen. Es kotzt mich gerade so ein bisschen an, dass die hier oben den Tod fechten. Ich hier das zerstören muss, meine Typen da unten wieder rumstehen und was weiß ich tun. Ganz gemütlich Kaffee trinken bei Starbucks. Das gehört nicht hierher. Keine Schleichwerbung. Na jedenfalls, ich rede jetzt mal so ein bisschen über die anderen. Wir haben da zurzeit, wer macht zurzeit Let's Plays noch? David macht Modern Warfare 2 Let's Play, fängt jetzt an mit der Warcraft Trilogie. Auch ein geniales Spiel, echt. er zockt den Modern Warfare 2 Singleplayer durch. Wer das Spiel schon gespielt hat, kann sich es trotzdem mal angucken. Ich finde es einfach immer lustig, wie wir Commentaries machen. Ich weiß nicht, es macht mehr Spaß, uns selber mal so zuzuhören. Euch nicht, vielleicht, aber ihr könnt es ja mal testen. Etwas geht hier vor sich. Sind dann, oh, der Zwerg! Ich bin hier. Ja, du bist hier. Komm, dann mach den Typen da mal fertig. Nee, helf dem Typen. Hundertprozentig. Ach, Riesen. Nicht von oben. Wo denn von oben? Der ist doch da. Was ist das denn? Dankeschön. Die habe ich eben gerade bestellt. Ja, jetzt greift aber auch mal an. Nee, wenn du jetzt wirfst. Tja, selber schuld. Na gut. Wir machen jetzt hier den Turm kaputt. Ich wollte hier ohnehin weg. Ah, ich auch. Ich hoffe, da kommt kein Höhlentroll mehr. Die Typen sind nämlich nicht ganz nett. Ihr wollt nicht wirklich jetzt den Turm kaputt machen, das wird nichts. Ja, wollt ihr eigentlich mitlaufen, ihr paar Typen? Hallo. Sein Pferd macht Moonwalk. Sie haben Bogenschützen. Eigentlich scheißegal. Ach ja, erstmal sein Pferd Moonwalk machen lassen und dann. Ja, komm, jetzt ist er fertig, jetzt kann ich weiter reiten. Macht erstmal die Orkhöhle kaputt. Orkhort! Geiler Name. Das klingt wie so ein Kindergarten- oder Schulhort. Klingt richtig hart. Ich hoffe, dieser Haldier bringt auch was. Dann sind wir ganz umsonst hier hochgerannt. Ja, einfach umnieten die Typen. So, schon. Ey. Okay, hier ist noch eine Orkhöhle. Wollen wir uns die noch schnappen oder wollen wir weitergehen? Könnten ja jetzt hier so ganz cool drumrum. Ach, nee, ich habe keine Lust. Vorwärts in die Schlacht, Elben.
Mir fällt gerade auf, wir haben hier unten dieses Dings wieder voll. Da gucken wir mal. Wir könnten uns den hier, diesen Tom Bombadil rufen. Ruf Tom Bombadil, Linksklick auf das Symbol. Was auch immer der Typ bringt. Einsamer Turm errichtet ein Defensivturm. Warum auch immer ich das freigeschaltet habe. Ich habe das hier gar nicht ausgewählt. Naja, wenn ich nehme mir das, so dass das hier frei wird. Ich komme gerade noch nicht so klar mit diesen Skillpunkten, Fähigkeitspunkten oder wie auch immer. Ja, da sind noch mehr. Ja. Ich hoffe auch, euch gefällt das einigermaßen, wenn es langweilig ist. Ja gut, ich denke mal, das Spiel ist nicht das Spannendste zum Let's Playen, aber ich habe einfach so dermaßen Bock drauf. Ist auch zum Reinschauen, denke ich mal, ganz lustig. Oder wer sich das Spiel nicht kaufen will, kann sich sie angucken und einfach miterleben, wie ich das so auf meine Weise durchzock. Obwohl es sich lohnt, also ich meine, ich habe 10 Euro bezahlt. Und das ist auf jeden Fall ein guter Preis für das Spiel. Auch wenn es schon etwas älter ist, ich meine, für 10 Euro so ein Spiel. Ich werde das auf jeden Fall noch öfters zocken. Ein Gefecht werde ich noch aufnehmen. Nicht nur Gefechte, ich werde auch am Ringkrieg. Ich kann eigentlich alles aufnehmen. Alles mal testen. Ja, auf jeden Fall alle Storyarten, die es gibt in dem Spiel. Ringkrieg werden wir mal komplett simulieren. Das könnte ganz lustig werden. Wir können mal online zocken. Ja. Ach du Kacke. Diese Spinnenkrieger sind gar nicht mal schlecht. Ich hätte mir mal einen Baumeister mitnehmen sollen. Da hätte ich mir jetzt hier irgendwas hingesetzt. Ja, obwohl rekrutieren kann ich eh nichts. Hier unten, das sind die Kommandeurspunkte. Die zeigen einem an, wie viel man an Einheiten rekrutieren kann. Zum Beispiel eine Einheit braucht 80 Rekrutierungspunkte. Man hat aber schon 596 voll von 600 Kommandeurspunkten. Das heißt, man kann diese Einheit nicht aufnehmen. Oder kommandieren. Bevor noch mehr Riesen kommen. Aber man kann sich mehr Kommandeurspunkte beschaffen, indem man... da gibt es so Gebäude. Da ich neu in dem Spiel bin, weiß ich gerade nicht, wie die heißen. Jedenfalls gibt es Gebäude, mit denen man Kommandeurspunkte bekommen kann. Zusätzliche. Und auch Rohstoff. Ja gut, wir werden jetzt erstmal den Turm hier weghauen. Was ist eigentlich hier gewesen? Hier war die Orkhöhle. Halt! Die Erde bewegt sich! Echt jetzt? Wo denn? Was ist das für ein Ding? Scheuliche Wächter! Vernichtet ihn! Nee. Jetzt ist der Turm ganz gut, weil dann kann der Turm den hier beschießen. Hoffe ich doch, dass er das macht. Klar, mit Brotmesser. Heilen wir die alle mal. Ach du Kacke, die fliegen hier rum wie nichts.
Wächter im Wasser. Er ist zu stark für unsere Schwertkrieger. Wir brauchen Bogenschützen. Sag's doch gleich, Alter. Die Typen verrecken ohne Ende und dann sagt er mir, wir brauchen Bogenschützen. Ja gut, dann werde ich mir jetzt mal welche bauen. Und der Wächter kann in seinem Wasser bleiben. Und die greifen die mal an. Greif doch einfach mal den Turm an. Habe ich noch irgendwelche Bogenschützen dabei, zufällig? Nee. Ja, aber... Er ist zu stark für unsere Schwertkrieger. Wir brauchen Bogenschützen. Gut, dann lassen wir die hier mal arbeiten. Jetzt haben wir eh die Chance, mehr Leute zu rekrutieren. Da holen wir uns doch gleich mal hier... Ja, 60,1 Punkte. Also holen wir uns einmal Bogenschützen, bitte. Danke. Hier hin. Na gut, bis dahin sind die eh tot. Ist das eh tot. Obwohl, ach du Kacke, ja, mach doch mal was. Ich denke, ihr habt den kaputt gemacht, ihr Penner. Meine Husterei geht mir selbst auf den Nerv. Jetzt macht ihr doch mal, ihr sollt doch nicht den Typen angreifen. Och, da fliegen sie durch die Luft und dann wundern sie sich. Kommt zurück, ihr Schlaumeier. Ihr solltet nur den Turm attackieren. Ey! Was zur Hölle geht hier? Ihr macht das mal kaputt. Das scheint so, als würden die wieder neu spawnen. Also, als würde sich das alles wieder aufbauen. Ach ja, hier kommen die Bogenschützen hier, da. Nein, ey. Hallo, seid ihr denn nur zu dumm, um das zu begreifen? Ihr sollt die nicht angreifen. Alter, der hat bestimmt einen 10-fach Frontflip gemacht oder was? Backflip, ich weiß es nicht. Gut, gleich ist tot das Vieh. Das Ding hier hat mir sehr viel gebracht. Warte mal, das sieht aber auch cool aus. Der Wächter. Ja, jetzt ist er auch tot. Das hat sehr lange gedauert. Das tut mir leid, denn ich hatte nur einen Trupp an Bogenschützen dabei. Ja, ich denke, ich mache dann noch den nächsten Schnitt, denn ich will dann mal pennen gehen. Ist schon relativ spät. Und ich bin müde. Die Bogenschützen müssten auch gleich da sein. Obwohl, die laufen noch ein Stück. Ja, ja. Bruchtal-Lanzenträger. Die Orkhöhle wird dann schön zerstört. Ja, hier noch irgendwas. Ach genau, hier war das, wo der Gebirgstroll. Gebirgsriese war. Hier. Ja, jetzt dreht sich das wieder im Kreis, aus welchem Grund auch immer. Schön. Das war's schon. Ich hab jetzt gedacht, ich muss da noch mal einmal rundherum laufen. Seit sie den Orks den Hohen Pass entrissen haben, können die Elben in die Länder jenseits des Nebelgebirges reisen. Der Krieg gegen die Orks setzt sich fort. Schön. Sure.